Ja, hallo meine lieben Anleger und Aktienvisionäre da draußen. Spannend, spannend, spannend. Es bleibt einfach wirklich spannend. Wir schauen uns in diesem Video ganz kurz mal die Indizes an, also hier DAX, S&P und Nasdaq, die wichtigsten einfach. Und dann noch ganz kurz ein Wort zum allgemeinen Markt. Und ja, hier sehen wir doch, dass ich habe hier dieses rote Ding hier eingezeichnet, aber da könnt ihr euch noch dran erinnern, letzte Woche, als es wirklich hoch hergehen ging und die meisten rumgelaufen sind wie so ein Huhn ohne Kopf, ein kopfloses Huhn. Und ja, wir haben doch tatsächlich auch in dieser Range hier dann letztendlich auch angefangen, so einen kleinen Rebound hier uns aufzubauen. Und was ich auch ein sehr gutes Video finde, habe ich gestern gesehen irgendwo, ich verlinke euch das hier unten nochmal. Bezüglich die Marken hier, wie heißen die jetzt nochmal? Jetzt habe ich es wieder. Ist hier. Okay, auf jeden Fall nicht Elliott-Wellen, sondern die anderen. Fibonacci, ja genau. Eine Frau, die aus dem Iran kommt und nur Fibonacci macht. Ja, die hat es ja auch ganz ähnlich hier auf jeden Fall. Ich arbeite eher weniger mit Fibonacci, ich arbeite letztendlich mit ganz simplen Widerstandszonen im kürzfristigeren Bereich, die letztendlich auf 200-Tage-Linien sich basieren. Manchmal zeichne ich auch dann eine 50-Tage-Linie oder 55-Tage-Linie ein oder sowas, aber alles andere ist mir zu kurzfristig. Früher habe ich dann auch rumgemacht mit 30-Tage-Linien, mit 20-Tage-Linien und was weiß ich alles. Ja, und im 30-Minuten-Chart und im Stunden-Chart rumgemacht und das hat. Unterm Strich habe ich da eigentlich nie wirklich groß gewonnen und ich sehe, es ist viel, viel, ja, wie soll ich sagen, den Zufallsfaktor, ja, den schließt du einfach viel, den verringerst du um ein Vielfaches, wenn du einfach auf eine längere Zeitebene gehst, ja. Und 200-Tage-Linie ist nun mal 200 Tage, also sprich ein Arbeitsjahr, ne? Und doch wesentlich aussagekräftiger als wie irgendwie so eine 30-Tage-Linie oder irgendwie sowas. Und wir sehen da hier einfach, dass wir im DAX sowieso immer ein bisschen schlechter sind wie im S&P und im Nasdaq. Im S&P sind wir zurückgelaufen. Ja, surprise, surprise, auf die 200-Tage-Linien. Ja, also hier die zwei verschiedenen 200-Tage-Linien. Der Simple Moving Average und der andere Moving Average da eben. Und ja, also es ist letztendlich eine gute Orientierung. Aber wie gesagt, mit diesem ganzen kurzfristigen Trading sehr, sehr vorsichtig sein. Es geht in der Regel immer häufiger in die Hose als wie nicht. Was ich viel, viel wichtiger finde, wenn du kurzfristige Sachen machst, mit kurzfristig meine ich jetzt hat, ja, Haltedauer von mindestens mehreren Tagen, am besten Wochen oder gar Monaten. Ja, das ist für mich immer noch kurzfristig. Aber viel, viel profitabler letztendlich für mich persönlich. Alles, was ich in den letzten 10 Jahren gemacht habe, in dieser Zeitordnung, war wesentlich profitabler als alles, was da kürzer war. Ja, so wie Daytrading oder innerhalb einer Woche und diese ganzen Sachen. Also, ich gehe mal nicht davon aus, dass wir jetzt steil bergauf laufen. Es ist aber so, dass wir hier zumindest von unten ja jetzt die 200-Tage-Linien beim S&P 500 sozusagen antesten. Das heißt, da zurückgelaufen sind, was zumindest mal jetzt so als Rebounds ganz in Ordnung war. Also einfach mal 2 Tage gesehen, wo nicht alles rot ist. Ja. Und diejenigen, letztendlich haben sich hier ein paar Short-Positionen eingedeckt. Ja, das ist ja das, was ich letzte Woche auch schon gesagt habe, dass das irgendwann kommen wird. Und all diejenigen, die letztendlich ihre kompletten Positionen letztes Woche, also ich habe von ganz vielen Leuten gehört, dass die einfach rausgegangen sind, ja, komplett raus aus ihren Aktien alles letzte Woche, die sagen sich jetzt, die haben jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen Angst. Das sind noch nicht die, die jetzt wieder mit einspringen, ja. Wenn aber jetzt hat, ja, die 200-Tage-Linie von unten her hier angetestet heute, gestern, wesentlich überschritten wird, sagen wir mal hier so in diese Zone reingehen, ja, so 3100 Punkte und darüber hinaus, ja, und dann so langsam wieder hier in Richtung 3200 Punkte, vielleicht sogar 3300 Punkte reingehen, ja, dann werden irgendwann, ja, oder natürlich nicht alle zugleich, all diejenigen, die letzte Woche raus sind, komplett raus, sich wieder das Gefühl bekommen, und dieses Gefühl ist ein sehr, 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 sehr starkes Gefühl, die Angst,
Und dieses Mal nicht die Angst, was zu verlieren, weil alles runtergeht, sondern die Angst, was zu verlieren oder was zu verpassen. Das ist ja die gleiche Angst, weil wieder alles raufgeht und ich bin nicht dabei. Ja? Und dann könnte es sein, dass wir sozusagen nochmal unsere Hochs hier antesten. Sogar dann sehr wahrscheinlich, würde ich mal sagen. Ja. Und ja, viel Glück all denjenigen, die letzte Woche komplett raus sind. Ja, was soll ich sagen? Also auf jeden Fall, das ist ein kurzes Beispiel. Jetzt haben wir noch kurz den Nasdaq. Der Nasdaq ist letztendlich das gleiche Spiel, nur von oben her. Ja, der hat eben von oben her, weil er insgesamt höher war, ist eben unten auf die 200-Tage-Linien von oben her angetestet, ist dort wieder zurückgesprungen. Die meisten Aktien, die ich habe, die haben sowieso mit dem Nasdaq zu tun, weil der einfach überdimensional, überdurchschnittlich gut läuft und ich sowieso von der Tech-Branche bin und ich einfach auch an Technologie glaube und das auch nach wie vor die nächsten Jahre unser Leben sehr stark verändern wird und gewisse Megatrends einfach ja, unsere Welt sozusagen auch teilweise verbessern werden und zumindest sehr stark verändern. Und diese ja, Big Five, die sind ja hier zum großen Teil auch mit dabei, also die Amazon und all diese, Microsoft, Facebook und so weiter. Und die werden im gleichen Maße, wie sie sozusagen runtergegangen sind, auch wieder raufgehen und noch weiter. Ja. Also da besteht kein Zweifel. Und von daher, okay, das soll es gewesen sein, kurzes Update zu den Indizes. Ich finde, das war hier auf keinen Fall. Und dann eben nochmal die Frage, ja, wie geht es jetzt weiter diese Woche? Na, ist es jetzt nur ein Rebound? Ich habe auch viele in Facebook jetzt schreiben sehen. Ja, viele Fragen sehen, ja, welche soll ich jetzt kaufen? Welche soll ich jetzt kaufen? Ja, von denen, die runtergegangen sind. Dann sage ich, hey, diese Frage hättest du dir am Donnerstag, Freitag letzte Woche stellen sollen. Ja, und dort schon mal anfangen. Weil wenn du jetzt zum Beispiel in diesen Rebound jetzt anfängst, hier wieder reinzugehen, ja, und wir kriegen nochmal eine Welle dazu, dann bist du ja wieder psychologisch im Nachteil. Ja? Ist auch klar. Ja? Also wie ich bin zum Beispiel hier bei Visa und so weiter, zum Zeitpunkt, wo wir hier waren im Nasdaq, ja, habe ich ein paar Amazon, ein paar Visa gekauft. Wenn wir jetzt nochmal eine Welle bekommen, die, sagen wir mal, runter geht bis 7500, ja, dann bin ich, ja, psychologisch gesehen ganz anders aufgestellt, als wenn ich jetzt hier reingehe, ja, sozusagen mein Nachkaufniveau hier ist. Ja. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir eben hier unten waren und wo alle geschrien haben, konnte niemand wissen. Ja. Deswegen hatte ich ja, ich hatte ja zum Beispiel auch Kauforders, die noch tiefer waren, die nicht ausgelöst worden sind. Ja, das weiß eben keiner. Das ist eben das Spiel, wenn es so einfach wäre, würde ja jeder einfach nur ja, Geld verdienen. Ja. Okay. Also, das soll es gewesen sein, dieses kurze Video. Und dann schaut mal bei meinem YouTube-Kanal vorbei, Mission Millionär. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.